Eine Katastrophe. Wann hat man schon mal die Gelegenheit, Jimmy McLove zu treffen? Falls wir Ihnen irgendwie helfen können, sagen Sie uns einfach Bescheid. Werde ich machen. Auf Wiedersehen. Tschüss, meine Kleine. Was soll ich dazu sagen? Tut mir leid, Ihre Tasche ist nicht mehr drin. Und Sie können mich wirklich nicht reinlassen? Laut polizeilicher... Okay, okay, ich habe verstanden. Einen schönen Tag noch. Und Sie können mich wirklich nicht reinlassen? Nein, Ma'am. Da bin ich wieder. Was können wir für dich tun? Können Sie mir einen Gefallen tun? Ja? Könnten Sie diesen Mann dort drüben irgendwie ablenken? Den Police Officer? Genau. Willst du in den Raum? Das ist vielleicht meine einzige Chance, das Gebäude vor Ablauf der 20 Minuten zu verlassen. Okay, wir helfen dir. Entschuldigen Sie. Was kann ich für Sie tun, Ma'am? Dürfen wir mit Ihnen ein Foto schießen? Schließlich trifft man nicht jeden Tag einen echten britischen Polizisten. Vor allem nicht, wenn man aus Amerika kommt. Das ist eine Ehre für mich, Ma'am. Aber wissen Sie, wir in England haben unsere Vorschriften, die... Zum Teufel mit den Vorschriften. Das könnte man mal brauchen. Den werde ich wohl gleich brauchen. Da bin ich wieder. Ja? Hier ist mein Ausweis. Sind Sie das auf dem Foto? Natürlich bin ich das. Ist ja schließlich mein Ausweis. Okay, Miss. Mrs. Entschuldigung, Mrs. Mrs. Wanda Kirsch. Okay, das steht auch hier auf dem Ausweis. Sie können ihn sich also nicht geklaut haben. Wenn er wüsste. Bitte? Ich habe nichts gesagt. Entschuldigen Sie bitte, können Sie mir sagen, was dieser ganze Rummel soll? Ich muss in das Museum. Müssen wir das nicht alle? Ich denke schon, doch bei mir ist es was anderes. Bei mir auch. Ist heute der britische Premierminister zu Besuch? Nein, wäre sonst so viel los. Heiko McEvans besucht heute das Museum. Kenne ich leider nicht. Tja, er ist der Grund, warum Sie nicht ins Museum können. Und wann kommt dieser Heido... Heiko McEvans. Schon gut, Heiko McEvans. Wann kommt Hai... er? Er hat sich für 15 Uhr angekündigt, aber das wird wohl noch etwas dauern. Kommt man noch auf einem anderen Weg in das Museum? Nicht auf legale Weise. Okay, vielen Dank für Ihre Hilfe, wenn man das überhaupt so nennen kann. Gern geschehen, wenn man das überhaupt so nennen kann. Mist, der Dreck an meinen Schuhen hat mich an einen Wachmann verraten. Musik.
Sind Sie die Assistentin von Jimmy McLaw? Wer will das wissen? Mein Name ist Nicole Collard. Oh, right. Sie sind die Reporterin. Ich denke, wir sollten uns beeilen, sonst kommen wir noch zu spät. Na dann los. Hier ist das Anwesen von Mr. McLaugh. Ich denke, Sie werden sich zurechtfinden. Ich muss Sie leider hier verlassen. Meine Gruppe wartet. Vielen Dank. Keine Ursache. Auf Wiedersehen und viel Erfolg bei Ihrem Interview. Ich schaue auf die Uhr und stelle enttäuscht fest, dass ich 5 Minuten zu spät bin. Und jetzt? Vielleicht brauche ich ihn später nochmal. George wüsste jetzt, was man mit ihm anfangen könnte. Dieses Fenster scheint in den Keller zu führen. Ich höre Stimmen von da unten. Nico, hier unten! George! Live und in Farbe. Immer wenn wir uns trennen, finde ich dich hinter Gittern wieder. Ich habe aber auch immer ein Pech. Wie ist das passiert? Das erzähle ich dir später. Erstmal stelle ich dich einem alten Bekannten vor. Mademoiselle Collard, schön, Sie wiederzusehen. Sie verlogener, hinterhältiger Mistkerl! Ich dachte, Sie wären tot! Nico, reg dich nicht auf. Hol uns hier erstmal raus. Uns? Du erwartest doch nicht, dass ich diesen Kerl mitbefreie. Doch, das musst du. Ich werde dir nachher alles erklären. Was soll ich dazu sagen? Ich habe mit meinem Vater früher immer Westernfilme gesehen. Da wurden die Ganoven im Gefängnis mit Hilfe einer Seil-an-Pferd-und-Zieh-Aktion befreit. Vielleicht klappt es auch in diesem Fall. Der Schlauch ist noch nicht fest genug. Das könnte klappen. Nichts wie weg. Ich glaube, sie kommen. Nun gut, Khan. Wie haben Sie damals den Angriff überlebt? Raus mit der Sprache. Wissen Sie, mein Vater war ein sehr begabter Illusionskünstler. Abend für Abend füllte er ganze Zelte. Das Publikum liebte ihn. Kurz vor seinem Tod brachte er mir die wichtigsten Tricks bei. Ich lernte mich zu verstellen, andere Menschen zu täuschen, auszutricksen. Das ist mir scheinbar gelungen. Und warum das? Statt sich totzustellen, hätten sie uns in Bannockburn helfen können. Wir hätten sie gebrauchen können. Sie haben es doch auch ohne mich geschafft. Das mag sein. Aber durch einen glücklichen Zufall und dank einer Menge Plastiksprengstoff. Und wegen des Vollidioten Flap. Der hat doch tatsächlich versucht, mit dem Mund das Feuer auszublasen. Ich wäre Ihnen keine große Hilfe gewesen. Warum nicht? Ich habe Sie damals im Zug angelogen. Wir waren nicht von Beginn an auf einer Seite. Ich war Auftragskiller, ein Söldner. Der für Geld sein Leben aufs Spiel setzte. Ich verstehe nicht. Die Templer waren mir schon vor den Ereignissen in Paris, Bannockburn oder Syrien ein Begriff. Aber nicht etwa, weil ich im Geschichtsunterricht besonders gut aufgepasst habe, sondern weil ich von ihnen angeheuert wurde. Sie haben für die Templer gearbeitet? Genau so war's. 100.000 Dollar waren ein guter Grund, für die Neotempler zu arbeiten. Mein erster Auftrag führte mich nach Japan, wo ich einen Politiker ermordete. Dann kam ich nach Paris. Dann kam Plantin. Und warum zum Teufel wollten Sie George umbringen? Genau, warum wollten Sie mich umbringen? Er war ein unangenehmer Zeuge, weiter nichts. Allerdings wurde ich eines Tages neugierig und habe hinterfragt. Ich las alles, was ich über die Templer und ihre Vergangenheit in die Hände bekam. Alte Zeitungsberichte, Dokumente aus dem Mittelalter, Reportagen in Fachmagazinen, einfach alles. Das gefiel den Templern gar nicht. Danach war ich auf der Abschussliste. Dies zwang mich, gegen sie zu agieren. Ich fass es nicht. Ein Berufskiller mit Gewissensbissen. Auch Berufskiller haben, so absurd das klingen mag, eine Seele, Monsieur Stobart. Ich entschied mich Seite an Seite mit Ihnen zu kämpfen. Trotzdem versuchten Sie mich weiter umzubringen. Falsch. Ich hatte nie die Absicht, Sie umzubringen. Ach nein? Haben Sie Syrien etwa vergessen?
Ich jedenfalls nicht. Das war ein weiter, sehr weiter Sprung. Wie ich bereits sagte, ich kann mich wunderbar verstellen und Platzpatronen taten damals ihr Übriges. Was? Sie meinen, ich bin die 40 Meter wegen Platzpatronen heruntergesprungen? Naja, das war doch immerhin mal eine Erfahrung. Sie sagten, Sie wären uns keine große Hilfe gewesen. Wieso? Ganz einfach. Ich habe mir beim Sturz im Zug das linke Bein gebrochen. Was hatten Sie eigentlich im Haus von Jimmy McLaw zu suchen? Ach, das ist etwas kompliziert. Nur so viel. Die Templer existieren immer noch.